Finde in diesem Video heraus, welche Heißluftpistole die beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Die Bosch Professional GHG23-66. Diese Heißluftpistole ist mit einem 2300 Watt Motor ausgestattet und das Laufrad kann einen Luftstrom von 150 bis 500 Litern pro Minute bewältigen. Das Laufrad kannst du in 10 Stufen einstellen. Des Weiteren kannst du die Temperatur in 10 Grad Schritten ändern und hast einen Bereich von 50 bis 650 Grad Celsius zur Verfügung. Außerdem kannst du zwischen 4 Programmen wählen. Mit der elektronischen Geschwindigkeitsregelung kannst du die Temperatur und den Luftstrom an die jeweiligen Anwendungen anpassen. Das 1,4 Zoll Display zeigt die Temperatur und den Luftstrom an. Das Gewicht der Pistole beträgt 670 Gramm und das Werkzeug wird praktischerweise mit einer Tragetasche geliefert. Eine Glasschutzdüse und eine Flächendüse sind ebenfalls enthalten. Neben dem Hitzeschutz kannst du auch von der stabilen Kühlposition profitieren. Der Griff liegt gut in der Hand, da er mit einer rutschfesten Gummibeschichtung versehen ist. Wenn du beide Hände brauchst, um das Gerät zu bedienen, kannst du es aufrecht hinstellen und es freihändig benutzen. Die Steinel HL1920E. Die Steinel ist eine Heißluftpistole, die du für verschiedene Zwecke verwenden kannst. Es ist möglich, das Heißluftgebläse zum Folienablösen, Kabelschrumpfen, Löten und Verformen zu nutzen. Zum weiteren Zubehör für dieses Gerät gehören ein Feinstaubfilter und der HL-Scan zur Erfassung der Werkstücktemperatur. Die Heißluftpistole hat eine Leistung von 2000 Watt. Mit dieser Leistung kannst du die Temperatur von 80 bis 600 Grad Celsius einstellen. Außerdem ist es möglich, das Einstellrad stufenlos zu bedienen. Die Luftmenge hingegen kann in 3 Stufen eingestellt werden. In der ersten Stufe verarbeitet das Gerät 150 Liter Luft pro Minute, in der zweiten werden 150 bis 300 Liter Luft pro Minute zugeführt, in der höchsten Einstellung kannst du eine Luftmenge von 300 bis 500 Litern Luft pro Minute erreichen. Der Überhitzungsschutz sorgt für deine Sicherheit. Das Gewicht der Heißluftpistole beträgt 839 Gramm. Die Bosch Universal Heat 600. Diese Heißluftpistole hat eine Leistung von 1800 Watt und bietet 3 einstellbare Temperatureinstellungen: 50, 300 oder 600 Grad Celsius. Der Luftstrom kann unabhängig von der Temperatur über einen dreistufigen Ein-Ausschalter zwischen 200, 350 und 500 Litern pro Minute eingestellt werden. Der Lieferumfang der Heißluftpistole umfasst eine 75 mm Glasdüse und einen praktischen Tragekoffer. Mit seinem Heizelement erreicht die Universal Heat 600 kurze Aufheizzeiten und eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Damit du auch in engen Räumen gut mit der Pistole arbeiten kannst, hat sie einen abnehmbaren Hitzeschutz. Des Weiteren hat sie eine gummierte, rutschfeste Oberfläche auf der Rückseite. Dadurch kann die Pistole im 90-Grad-Winkel eingestellt und verwendet werden. Für eine bequeme Handhabung hat der Griff eine ergonomische Oberfläche mit einem weichen Griff. Die Heißluftpistole hat ein schwarz-grünes Design. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!